Lasst euch nicht verarschen, Leute. Spielt so einen Schrott nicht. Lasst euch nicht verarschen. Von Simply, die schlimmsten YouTube-Werbung aller Zeiten. Ich freue mich jetzt schon. Ich weiß nicht genau, ob das Werbung von YouTubern ist oder einfach Werbung, die auf YouTube läuft. Und dann weiß ich nicht, ob ich die hier sehen will, aber wir gucken mal. Mal schauen, was Simply da wieder ausgegraben hat. Und ich wiederhole mich nochmal, wie man diesen Jingle einfach sofort erkennt. Seit 1000 Jahren. Jeder weiß, wo der herkommt. Und im Hintergrund sieht man es auch. Das sind auch die alten RTL-Farben. Die neuen RTL-Farben sind mega hässlich. Die sind mega hässlich. Wer hat sich das ausgedacht? Oh ja, wir müssen unsere alten, frischen Farben ändern gegen runtergegraute, langweilige, öde Farben. Aber dafür irgendwie random durcheinander. Wer hatte die Idee? Schlechteste Idee ever. Oh, jetzt, YouTube hat uns in den letzten Jahren so einiges zugemutet. True. Ich sage es immer nochmal. Es ist die Werbung, die auf YouTube läuft. Oh Gott, das wird furchtbar. Ich sage es immer nochmal. Ich hasse es so sehr, das Update von einer YouTube-App, wo du Werbung überspringen kannst. Ja, da ist 5 Sekunden, läuft 5 Sekunden Timer runter und dann drückst du überspringen und dann fängt eine 40 Sekunden Werbung an. Fuck you. Boah, immer wenn ich das habe, aus Prinzip mache ich aus und guck was anderes. Fertig, aus Prinzip gucke ich dann nicht mehr. Der Algorithmus beweist dabei immer wieder sensationelles Fingerspitzengefühl. Woher wusste YouTube, dass ich Bock auf ein Mobile-Game habe, bei dem eine kräftige Frau Krieger mit ihren Beinen in einem Steinblock einquetscht, dann Gift auf sie kotzt und in die Unterwelt droppt? Oder dass ich ein Emoji... Moment, wir müssen aber klarstellen, ja? Also ganz kurz, bei aller Liebe, das ist ja nicht so richtig, ja? Das ist immer... Das ist immer... Nur eine erste Sequenz und danach kommt derselbe Clip wie bei allen anderen Werbungen aus der Reihe. Ja, davon gibt es ungefähr 10 Dinge. Ja, das ist BG-Cut, ja, das ist richtig. Davon gibt es 10 Intros gefühlt, aber danach kommt immer der gleiche Part. Immer. Und der erste Part soll ich verleiten, die Werbung weiterzugucken oder drauf zu klicken oder neugierig zu sein oder keine Ahnung. Oder dass ich ein immersive 3D Love Adventure brauche. Why are you so passionate? Okay, wo kann ich das runterladen und wo können wir es spielen als Let's Play? Es gibt natürlich auch immer noch eine Flut an überragenden Finanz- und Erfolgsgurus. Axel kann auch echt zum erfolgreichen Oh Gott, ja, predige es, Bruder. Ich hasse diese Werbung. Oh Gott. So viele Low-Channel, die dann einfach irgendwie inserieren und bla, es ist einfach, bisschen lauter bitte, willst du das wirklich, na gut, wenn du es wirklich willst, na klar, ich hasse es. Und das sind Leute, die sind natürlich alle reich geworden und deswegen schalten sie YouTube-Werbung für ihre fragwürdigen Produkte, weil sie bereits reich sind. Trader werden. Einer weirder als der andere. Wie man 1000 Euro am besten Gewinn bringt, investiert zurzeit? Kann ich dir sagen, wie man 1000 Euro am besten gewinnbringend investiert? Man mietet sich einen kleinen weißen Raum, macht da irgendwie so eine komische Folie im Hintergrund, so ein Aufzieher und hängt sich einfach den Hall of Fame Award an die Wand. Den Hall of Fame Award. Einfach. Das ist auch ein Traum. Ich glaube, ich muss mir auch mal ein paar Awards bestellen für den Hintergrund. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oder ich leih mir welche bei Papa Platte, ein paar Streamer Awards. Ich glaube, der hat noch 30 übrig im Keller. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Schau, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, ist absolut keine Raketenwissenschaft. Mit dieser Methode, die du umsetzt, wirst du heute über Nacht... Brokey Mokey Hau hier. Es gibt mittlerweile sogar Parodien von dummen Ads. Yo, this is my new game, Bit Hotel. Even though my game is about hotels, they have guns and cards. Macht euch auf was gefasst. Heute präsentieren wir die nervigsten YouTube-Werbungen aller Zeiten. Oh Gott, warum habe ich das angemacht? Have you noticed that the YouTube experience has been getting worse and worse for free users? Hey. Yes. Vor allen Dingen, es wird sofort alles, ne, du sagst Pipi-Kaka-Shit und wirst sofort entmonetarisiert, weil die armen Werbepartner, weißt du, die armen Werbepartner, die legen einfach Wert auf ein gepflogenes Umfeld, ja? Die wollen nur Adelstitel haben und Videos mit Mehrwert für die Gesellschaft. Und dann kommt so eine Fick. There's an advertisement on YouTube that you could click on to get $1,000 free. Yeah. Oh my gosh. YouTube has gone absolutely off the rails with their ads recently.
And maybe you've also realized. Kennst du auch die Werbung mit dem Mafia-Boss? Der Mafia-Boss und dann ist das Mafia-Babe und dann verrät die dich, ja, aber und dann bist du natürlich runtergefallen, hast du noch einen Dollar, aber dann arbeitest du dich wieder hoch und bam und bam und bam und dann bist du der Mafia-Boss, weil du so cool bist und endlich kannst du Rache nehmen, geil, das muss ich spielen. Und dann ist es irgend so ein komisches Spiel für ein Mobile-Game, wo ich Möbel umstellen kann und natürlich 100 Euro ausgeben für eine tolle Kiste. Some of these ads are very bad. Ja. Hey, oh, das kennen wir alle. YouTube is ending a recent experiment that saw up to 11 unskippable ads played before your chosen video began. Shadow Legends. Geiler Beat. Simply, wo krieg ich ein Beat her? Tubot Guys, Entschuldigung, hat nichts mit Simply zu tun. Tubot Guys, wo krieg ich ein Beat her? Der Beat war mega nice. Werbungen auf YouTube waren schon immer räudig. Regelmäßige 2BG-Zuschauer wissen Bescheid. Ich meine, was soll das? Ich will einfach nur chillen. Und es ist auch wirklich unangenehm, wenn jemand auf mein Handy schaut, während ich mir diese 5 Sekunden Werbung anschauen muss und ich nicht wirklich darauf warte, dass ich sie endlich skippen kann. Ich glaube, ich habe die neue Krönung gefunden. Casino Mobile Game Ads sind einfach... Boah. Sorry, ma'am. You don't need to make any purchases to play Cash Frenzy. What? No purchases needed? Yes. Solche AAA-Mobile-Games werben immer noch aggressiv auf YouTube. Das Spiel mit der kotzenden Frau heißt Hero Wars. Der Spielspaß beginnt hier erst so richtig, nachdem ein besonders starker Krieger die Zerquetschung und Giftkotze überlebt. Der Krieger fällt dann oberkörperfrei in eine Art Untergrund-Olymp, wo er sich einen Dreizack gönnt und gegen seine Gegner kämpft. Dann geht's noch eine wilde Ebene tiefer und man kämpft unter Wasser weiter. Man sammelt Points, wenn man die Gegner besiegt. Irgendwann brüllt der Kämpfer einfach nur wild rum. Das Spiel scheint big im Werbegame auf YouTube zu sein. Die Ads zu dem Game sind überall. Ja. I'll get the exact same so ad viele. Over and over and over again. This drives me insane. Hier versucht eine Frau im roten Kleid, die Männer zu vergiften. Kenn ich die auch. Die Frau ist auch eine fleischfressende Pflanze, die die Männer danach ausscheidet. Oh, ich kotze. Ey, yo, what the fuck? Sehr weirder Spin von den Entwicklern, dass das Game scheinbar immer erst losgeht, nachdem ein starker Mann den Mordversuch einer Frau überlebt hat. Und der starke Mann kannst du sein! In diesem Fall sogar 2 Mordversuche, weil in der Unterwelt noch eine Frau mit Laseraugen auf den Dude wartet. In einer anderen Ad muss ein Krieger ein grünes Baby beschützen und dann passiert das hier. Nö. Was? No Cap, vielversprechendstes Mobile-Game mit offensichtlich stringenter Storyline und geiler Grafik. Das echte Gameplay sieht so aus. Und das ist halt ein Game, glaube ich, für die, und nicht böse sein, für die Dümmsten der Dümmsten, die das spielen sollen und sich dann smart vorkommen sollen. Weil ich einfach eine Zahl von einer anderen unterscheiden kann. Das ist so, ne? Und da gibt's auch diese, ihr kennt diese Werbung, wo dann der Level 40 Held einen Level 50 Monster angreift und du denkst dir, und du denkst dir dann so, Mann, ist der dumm, ich kann das besser. Ja, das ist genauso, und ja. Das Spiel hat völlig zu Recht über 100 Millionen Downloads im Google Play Store. Es ist zwar vor allem räudige Pay-to-Win-Scheiße, bei der man ordentlich Geld lassen kann, aber eigentlich ein ganz nettes Spiel. Sehr schade, dass man in den höheren Levels eigentlich nicht mehr vorankommt. Bei Level 80 dauert es ohne den Einsatz von Geld dann schon mehrere Wochen, bis man es geschafft hat, nur einen einzigen Helden eine Stufe höher zu bekommen. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Spielt so einen Schrott nicht. Lasst euch nicht verarschen. Um dann an dem Spiel noch Spaß zu haben, müsste man mindestens 500 Euro pro Monat investieren. Das hat mit Spaß nichts mehr zu tun. Es gibt so viele, so unglaublich viele Games da draußen. Ihr müsst so eine Scheiße nicht spielen. Ihr müsst euch nicht verarschen lassen von irgendwelchen Scammy-Entwicklern, die nur an eure Kohle wollen und sich einen Scheiß für euch oder irgendwie Spielspaß interessieren. Oh, sehr schade. YouTube-Ads sind auch voll mit wilden Finanzgurus. Dabei gibt es eigentlich nur einen wahren Finanzguru. Unser Finanzguru ist anders als die anderen Finanzgurus. Widmen wir uns als nächstes dem historischen Fantasy-Spiel Game of Cards. Da nein, kannst du nicht. Wichtige Entscheidungen... What the f***? What the f***?
Und dafür wird mein Video entmonetarisiert, wenn ich Pipi Kackerfuck sage? Dafür wird es, damit so eine Werbung kommt? Weil mein Video irgendwie nicht jugendfrei ist oder irgendwelche anrüchigen Dinge enthält? Erstmal hier, das auch noch, hier auf der Seite, ne? I love. So. Willst du mich eigentlich verarschen? ...treffen wie, will man eine Frau im durchnässten Nachtkleid in Not in die Bude lassen oder nicht? Selbstverständlich lässt der Gentleman sie rein. Als sie fragt, ob sie auch bei ihm übernachten darf, wird erstmal mit einer fetten Lupe der Körper abgecheckt. Sass. Oder du kannst dich hier entscheiden, ob du das Spiel spielen oder lieber mit dieser Dame flirten möchtest. Und dann kann man sie auch kitzeln. Okay. Some of the horniest ads I've ever seen. Passt. Es gibt auch State of Survival. Da wird einer Frau erstmal hinterhergeschaut und sie wird von ihren Kollegen widerlich angeschmachtet. Das ist irgendwie so ein bisschen so Inselwerbung, oder? Ich weiß nicht genau. Kommt mir vor, als wäre das Werbung entweder von Leuten oder für Leute, die vielleicht noch nie mit einer Frau interagiert haben, eventuell. Und dann stellt sich heraus, sie ist ein Zombie. Wild. Oder Love and... Na, ihr Schnecken. Deep Space, das 3D-Mobile-Game, wo sich Romantik und Abenteuer vor deinen Augen entfalten. In der Werbung wählen wir nicht Zane oder Xavier, sondern Raphael. Die vollkommene Schönheit Raphael widmet uns ihre vollkommene Aufmerksamkeit. Hey, girls. Es wird sehr intens. Whatever's going on here, stop it immediately. Nicht ganz so viel Softporno, dafür aber Abenteuer verspricht The Grand Mafia. Du startest als oberkörperfreier Level-1-Loser namens Crook. Du kannst nicht einmal Liegestütze mit deinem Babe auf dem Rücken machen. Deshalb zieht sie mit einem Level-20-Dude ab. Dann wird deiner Ehefrau Cash von der Mafia geboten und sie kickt dich eine Klippe runter, weil... Ich fühle diese Werbung so sehr, mein ganzes Leben ist so. Und ich müsste eigentlich der Mafia-Boss sein. Er schmachtet ein Level-10 nach deinem Girlfriend. Oh boy. Und verprügelt dich. Aber keine Sorge, dein Geringverdiener Low-Level-Leben kriegt einen heftigen Mafia-Boost. Du wirst jetzt richtig krass, baust dir einen sleeken Nachtclub, landest zeitweise im Knast und machst wilde Missionen. So sieht ein Kampf dann im finalen Spiel aus. Then let's get this party started. What the hell? Was? Es gibt mittlerweile YouTube-Kanäle, die sich komplett darauf spezialisiert haben, solche Werbungen zu exposen. Warum auch ein gutes Spiel entwickeln, wenn man günstig und profitabel irgendwelche Crooks und andere oberkörperfreie Krieger um ihre Männlichkeit kämpfen lassen kann? Dafür braucht es nur Clickbait, wilde Trailer, Thirst Traps und massiv Pay-to-Win oder Pay-to-Progress. Das Geld, das man für Raphael rausballert, kann man aber zum Glück auch schnell wieder reinholen. Vergiss Aktien, vergiss Immobilien, okay. Vergiss Kryptowährung. Es gibt ein... Ist das nicht Gunnar Kessler, der Money-Mentor? Von dem habe ich viel gehört. Der klatscht manchmal auf Geldscheine, habe ich gehört. Und der kann sehr gut auch so Werbeplakate im Hintergrund aufstellen. Ja, der hat schon so seine... Der kann schon Sachen machen. Er ist schon... Wenig bekannten Trend, der gerade Deutschland im Sturm erobert. Ja, Deutschland im Sturm. Man liest überall. Man liest überall davon. Ja, du kommst keinen Meter weit, ohne das irgendwo zu sehen. Heißt... Ja. Eier, wir brauchen... er hat den Hall of Fame Award. Oh, der hat den Hall of Fame. Okay, ja gut, das habe ich nicht gewusst. Da habe ich jetzt, tut mir leid, habe ich jetzt, Sneaky Money Mentor Gunnar hat erkannt, dass Angebote umso seriöser wirken, desto mehr Geldscheine man in einer Mappe halten kann, ohne dass sie rausfallen. Topcoach Baulich setzt da lieber auf eine tolle Armbanduhr und schnelle Autos. So, hallo, ich grüße Sie. Beim nächsten Mal zahlen Sie Geld. Schau, 10.000 Euro im Monat zu verdienen, ist absolut keine Raketenwissenschaft. Meine Teilnehmer verdienen im Schnitt 500 Euro. Indem sie andere Leute mit meinem Schneeballsystem abzocken. Ist aber kein Schneeballsystem. Ist ein Pyramidensystem. Ist aber kein Pyramidensystem. Das ist Multilevel-Marketing. Ist aber kein Multilevel-Marketing. Ist was, was ich mir ausgedacht habe und irgendwie anders heißt. Ein Gespräch mit einer einzigen Fähigkeit. Die Pissel! Betrügen. Seine Freunde und Verwandte zu betrügen. Sprichwörtlich ein Blatt Papier korrekt vorzulesen. Gegen seine Gewohnheit hatte der begeisterte Rennradfahrer Trading-Gott und Hi, wo kommt das denn her? Axel tut uns allen einen großen Gefallen mit seinem 68% Renditeprogramm. Immer wieder stellen mir Anleger diese eine Frage. Nein, niemand stellt dir diese eine Frage. Niemand stellt sie dir. Die Frage, die Leute dir stellen, ist, warum stehst du vor einem Greenscreen? Warum stehst du vor einem Greenscreen mit einem tropischen Urlaubsparadies im Hintergrund? Was könnte der Grund sein?
Axel, kann auch ich zum erfolgreichen Trader werden? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Wieso gibt es eigentlich Menschen, die 5, 10 oder 20k im Monat machen, ohne irgendwas Gescheites studiert zu haben? Weil sie Leute verarschen und ihnen PDFs verkaufen mit dem Versprechen, schnell reich zu werden. Und davon gibt es inzwischen so viele, aber es funktioniert komischerweise nirgends. Man hat bei niemandem irgendwie gehört, oh, der hat's geschafft, dank Peter Klawutke, dem High-Profile-Money-Trader-King mit dem geilen Cash-Award, 5000. Oder ohne 40 Stunden die Woche zu ackern. Eine spannende Frage. A. Glück. B. Merkel. C. Coaching. Oder D. Geerbt. Dann nehme ich Antwort A, B und D. Und das ist richtig. Am überzeugendsten sind okay, immer geil. Die Teilnehmerstimmen. Da wird mit hohen Summen geflext, die wir alle einnehmen können. Also wenn wir ein teures Coaching kaufen. Also ich konnte, und deswegen bin ich ja hier auch eingeflogen worden, ja, 1 Million Euro Umsatz, closen. Ich habe so starke ApoRed-Vibes, ne? Ich habe so starke ApoRed-Vibes bei dem Typen. 200.000 Umsatz für meinen Geschäftspartner. Insgesamt knapp 3,5. Für meinen Geschäftspartner. Ich hab 5 Millionen Euro. Ich kann dir sagen, dass es sechsstellig ist, was ich auch tatsächlich verdient habe. 0,00003 Cent. Ich habe den ersten Copecard-Kaching-Sound auf meinem Handy gesehen. 564 Euro. Ich bin Millionär. Ich bin Millionär, Digga. Die Finanzbros angeln sich Leute auf YouTube, die den Copecard-Kaching-Sound öfter auf ihrem Handy sehen wollen und anfällig für so einen Alpha-Mindset sind. Oh Gottes Willen. Und es wirkt fast so, als wären die Ads auf YouTube seit letztem Jahr nochmal schlimmer geworden. YouTube scheint die Kontrolle zu verlieren. YouTube, what's going on with you? So, we're trying more ads. How much more ads exactly? Well, up to 5 non-skippable ads. YouTube has also started experimenting with 30-second unskippable ads. And ständig. They're even moving to take some ad control away from creators. Auf Reddit beschweren sich User, dass mittlerweile überall auf YouTube Ads auftauchen, teilweise mehrere hintereinander, die sich nicht skippen lassen. Und YouTube geht mittlerweile hart gegen den Adblocker vor. Laut der Plattform müsse man Werbung mehr pushen, damit sie kostenlos bleiben kann. Vielleicht belästigt uns YouTube auch mit nerviger Werbung, damit wir uns alle ein Premium-Abo gönnen. Die schlimmste und nervigste Werbung haben wir euch bis jetzt erspart. Digga, was ist mit dem Animation hier? Was ist denn das für ein krasses Niveau, Bruder? Ja, das ist ein großes Ding. Das ist ein großer Brecher. Es soll sehr geil sein. Sie ist brandneu und vielleicht hat der mächtige YouTube-Algorithmus sie euch schon gezeigt. Oha. Vielleicht wolltet ihr euch gerade entspannt ein Video auf unserem Zweitkanal geben und dann... Hey, du bist mal wieder gezwungen, eine brutal nervige YouTube-Werbung zu schauen. Aber klick doch einfach überspringen. Spaß, du kommst hier nicht weg. Außer du kommst in meine Delfin-Gruppe und wirst Millionär. Du kennst vielleicht meine Stimme, der eine von Simply. Oder bin ich doch? Berkel. Okay, noch 10 Sekunden. Gemeinsam mit Funk haben wir von Simply eine Doku über die gefährlichsten Bären der Welt gemacht. Verdammt. Putins Bären. Sie hat ich dachte, jetzt kommt eine reelle Scheißwerbung. Aber die Werbung ist ja legit, das ist okay. Die wollen wir noch gucken. Alles, was eine schlechte Ad braucht. Springende Delfine, ein Agenturmitarbeiter im Bärenkostüm, ein Adler und mein absoluter Favorite. Jonas ruft am Ende. Ist gut, geh in die Mediathek, schau sie dir an. Auch die Follow-up-Ads sind sensationell saftige Sahnestücke. Ist mega gut, unbedingt gucken die super. Freiwillig bis zum Ende. Wer mehr will, bekommt mehr. Jetzt Putins Wer Bär will, bekommt mehr. Wir sind stolz auf das Meisterwerk, wir hoffen, ihr verzeiht uns. Aber jetzt nochmal kurz for real. Wir haben sehr lange mit Funk an diesem großen Projekt gearbeitet und freuen uns riesig, dass die Dokumentation jetzt in der ARD-Mediathek online ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal reinschauen würdet. Den Link zur Doku Putins Bären haben wir in die Beschreibung gepackt. Wir hoffen, ihr habt das Video bis zum Ende geschaut und hängt nicht schon in The Grand Mafia und arbeitet euch zum Mafia-Boss hoch. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Die parken in Fahrtrichtung rechts, der in Fahrtrichtung links. Ich habe nur drauf gewartet. Nummer 112042 kostet 15 Euro. Hütet euch vor kleinen grünen Babys, gönnt euch die Doku, feiert gut und Case closed. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I finish inside these denim jeans. Ich möchte nochmal sagen, ne, also wie Simply oder Tubord halt abliefern in letzter Zeit, seit ein paar Monaten inzwischen, wie die halt ausbauen und abliefern, ist halt insane einfach nur. Ist richtig insane. Also kompletter Overdrive bei den Kollegen. Super geil, feier ich. Und die Qualität lässt nicht nach, ganz im Gegenteil. Qualität wird auch mal besser. Die machen das Gegenteil von mir. Nee, aber ernsthaft, also Chapeau einfach.
alle Videos irgendwie geil, alles nice, Qualität immer besser, jetzt auch international, läuft einfach, läuft sehr, aber gönne ich auch. Voll geil. Und die Bären-Doku ziehen wir uns natürlich auch rein. Ich schicke euch erstmal den Link zu diesem Video raus. Ja, und dann lasst ihr erstmal da ein Like da und auch ein Abo, weil lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich. So, ciao, mein Freund, ciao.